Die treiben mir die Clash wieder aus. Oh. Die hier sind ziemlich schwer zu besiegen, wie ich finde. Auf jeden Fall ein ganz anderes Kaliber als in Ocarina of Time. Guckt euch das an. Da darf man echt nicht nach vorne drücken und muss nah dran und dann einfach nur B drücken. Sonst macht die so ihren Rundumhieb. Oder Wirbelattack, wäre ich weg. Wechsel die dauernd. Erst einmal noch eine Runde warten. Jetzt. Danke. Also die kann einem echt Probleme bereiten. Und schon 5 Feen, es geht hier ab. Wie nix. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Feuer aus der Fackel da hinten. Und diese Mottenviecher gehen einem dann auf den Keks, wenn man nicht aufpasst. Habe ich überhaupt Dekostäbe? Ein. Ist immer so knapp, ich habe meistens nur einen hier. Woran das wohl liegen mag. Vielleicht an der Hymne der Zeit. So. Da unten war eine Fee, die kommt erst ganz viel später. So, bevor meine Fackel jetzt ausgeht, stecke ich sie zurück und hole sie nochmal hervor. Dann habe ich wieder die volle Zeit. Ich mache hier oben die Fackel an, auch wenn das nicht mehr nötig ist. Aber der Vollständigkeit halber. So, und da hat mich eine Motte erwischt. Sehr nett. Und jetzt ist der Weg frei. Wir machen den Weg frei. Und hier gibt es noch Dekonüsse und Dekostäbe. Die nehme ich dankend an. Und jetzt kommt der dunkle Raum, ne? Den mag ich so gar nicht, da sieht man so wenig. Sei auf der Hut, ich spüre hier sehr viel Böses. Ja, ich spüre es auch. Lauter komische Schattenviecher. Komm schon. Auch noch keine wirklichen Kämpfe, da bringt das Schild auch nicht so viel. Na komm. Zack. Die haben wir erledigt. Die mit euren roten Augen geht noch zum Augenarzt. So, hier noch. Hat er mich erwischt. Der mich auch. Weg mit euch. Komm her. So, war's das? Nö, da ist noch irgendwo einer. Ich höre ihn doch. Ja, da oben. Immer zu zweit. Alleine haben sie Angst. Noch einer. War's das jetzt? Ja, danke schön. Eine Truhe. Was mag sich darin wohl befinden? Doch nicht etwa eine unnötige Fee? Doch, natürlich. So, warum steht hier eine Fackel? Ich denke mal wegen dem Feuer, dass ich hier gut gebrauchen kann. Eine Fackel, zwei Fackel und drei Fackel. Damit werden 4 Fackel. So, und weg hier. Nie wieder in diesen Raum. So, jetzt kommen wieder nervige Libellen. An einer Stelle können sie ziemlich gefährlich werden. Deswegen werde ich sie vermutlich umbringen müssen. Aus reinem Selbstschutz. Aber so ist das ja meistens in diesem Spiel. Na komm her. Ich hab's gewusst. Aber wenn sich die Plattform bewegt, ist das natürlich nicht so einfach, mich zu treffen. Jetzt? Jawohl. So soll es sein. Jetzt könnte es eng werden, aber das reicht. Schnell verstecken. Und hier, anfangs bin ich so gerne von hier abgesprungen, weil ich dachte, das könnte ich doch schaffen. Aber dann ganz knapp in die Tiefe gestürzt und alles nochmal in diesem Raum. Das ist dann beschissen. Sonst, wenn man diese Libellen erst nicht kaputt macht, weil man denkt, den kann ich doch bestimmt ausweichen. Denn ich bin Link. Und Link ist doch besser eine Libelle. Schneller und beweglicher und... Aber nein. Die kriegen dich. Und dann bist du im Arsch. So. Noch eine Fee, die hole ich mir gleich. Aber zuerst gehe ich hier rein. Denn ich würde gern einen Bogen endlich bekommen. Und der ist wirklich sehr einfach zu erlangen hier. Rubine. War klar.
so ein sehr einfacher Gegner im Spiel, der sich auch noch Mittelendgegner schimpft. Kommt dein Name? Kommt nicht mal, schade. Ich weiß ihn jetzt nicht auswendig. Irgendwas mit Dino wahrscheinlich. Und der schwuckt Feuer, wenn er mal dazu kommen würde. Das war jetzt so Demonstrationszwecken. So. 4 Schläge. Später 2 mit meinem besseren Schwert. Und somit habe ich schon einen sehr wichtigen Gegenstand in diesem Spiel. In jedem Zelda-Spiel. Heroinbogen. Dankeschön. Dann rüsten wir den doch gleich mal aus. Na? Ah, sehr interessant. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. So, können wir glaube ich auch gleich benutzen. An diesem Auge. Gucken, ob ich treffe. Nein, war klar. Aber jetzt. Ist auch immer ein bisschen anders zu zielen in jedem verschiedenen Zelda. Bei Wind Waker ist das irgendwie am schwierigsten. Finde ich jedenfalls so. So, Sekunde, genau. Hier ist noch eine Fee. Die ich mir am besten jetzt hole. Und ohne die Feenmaske ist man echt aufgeschmissen. Ups. Komm her. Denn da müsste ich jetzt einfach in den Sumpf springen, ohne Feenmaske. Das wäre gar nicht so nett. Denn dann passiert das hier. Blöd. Das war nicht sehr klug. Aber soll vorkommen. Und kriege ich den hin? Sehr schön. Hier geradeaus geht es übrigens zu einer netten Schildkröte, oder 3 sogar. Und könnte es sogar gleich machen, damit ich die Karte erlange. Die hole ich schon ziemlich selten. Aber kann ich ja mal machen. Zum Zeigen. Oh nein. Der böse Gecko. Der wird mir in diesem Spiel noch öfters begegnen. Denn der will einfach nicht aufgeben. Und der ruft sich natürlich Hilfe. Wenn also dein Frosch gegen einen Held tun. Er ruft eine Schildkröte, damit sie zusammen gegen den Held kämpfen können. Und ich dann auf ziemlich verlorenem Posten stehe. Bis ich meine Geheimtipps anwende. Jetzt muss ich den Bogen nochmal neu ausrüsten, Suppi. Wo ist er denn jetzt hin? Ich sehe ihn nicht. Wo bist du? Ach da. Hab ich dich. Und dasselbe Spiel nochmal. Die arme Schildkröte wird zum Missbrauch, die ist eigentlich ganz lieb. Daneben. Oh, das war doch. Mann. Komm her. Spielen wir ein wenig. Du rennst da vorne und ich treffe dich mit einem Pfeil. Ist doch viel spaßiger ohne Zielerfassung. Ey, was war das? Was war das? Ich hab noch gar nicht erwischt, warum geht er wieder zurück? Ey, es geht aber ab hier. Der bescheißt hier auch noch. Ich kann ihn auch mit Bomben stoppen. Das ist aber nicht meine bevorzugte Methode. Da bist du. Komm, bleib stehen. Oh. Ich glaube ich. Ah, geht doch. Ja, meistens arbeite ich mit Zielerfassung. Aber ist irgendwie lahm. Nur für Anfänger. Sehr schön. Das dürfte es gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Komm, bleib stehen. Yes, das war's. Und jetzt wieder zu einem ganz normalen, friedlichen Fröschlein mit riesigen Augen, das mir später noch behilflich sein wird. Aber das ganz wie später.
Das hat noch Zeit. Und hier gibt es schon den Master-Schlüssel, das ist unglaublich. Der Tempel ist so kurz. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann speichere ich mal kurz. Sicherheitshalber. Speichern. Und weiter. Du hast den Master-Schlüssel gefunden. Nicht mehr große Schlüssel wie in Link to the Past zum Beispiel.